Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Tutorial. Und zwar möchte ich euch dieses Mal zeigen, wie man an der Retro-Konsole lötet bzw. entlötet. Als Beispiel nehmen wir dafür heute mein Sega Mega CD. Das ist leider in der amerikanischen Fassung, das heißt, ich kann damit keine PAL-Spiele spielen. Und genau das möchte ich heute ändern. Ich zeige euch aber mal ganz kurz, worum es genau geht. Also folgendes Szenario. Ich habe hier meinen Sega Mega Drive 1 in der PAL-Version und habe das Sega CD in der Genesis-Version bzw. US-Version. Wenn ich den Mega Drive jetzt gleich starte, werden wir gleich eine Fehlermeldung vom Sega CD bekommen. Da kommt dann halt gleich so die Meldung, hallo, ich bin leider nur ein NTSC-kompatibles Sega CD. Um diesen Fehler jetzt entgehen zu können, habe ich bereits meinen Sega Mega Drive gemoddet. Ihr könnt ja mal hier hinten gucken, ich habe jetzt hier meinen Mega Drive mittlerweile auf 50 bzw. 60 Hertz Schalter umgebaut. Wenn ich jetzt hier hinten umschalte, läuft das Mega Drive auf 60 Hertz. Das Sega CD denkt dann, alles klar, ich habe auf einmal eine NTSC-Konsole bei mir dran und starte dann halt auch ganz normal das Sega CD-Menü. Und das ist auch ja nicht das Problem, was ich eigentlich habe. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass ich jetzt immer noch keine PAL-Spiele auf diesem Sega CD spielen kann. Ich habe jetzt hier mal mein Spiel Sonic CD eingelegt. Normalerweise müsste das Spiel jetzt automatisch starten. Das Sega CD sagt zu mir aber, ich soll den Startknopf drücken. Tja, und anstatt jetzt das Spiel abzuspielen, startet leider nur der CD-Player. Das heißt also, dass dieses Spiel mit diesem Sega CD noch nicht kompatibel ist, weil, wie gesagt, das ist die PAL-Version, das Sega CD selbst ist die US-Version. Damit ich auf dem Sega CD jetzt also auch noch PAL-Spiele spielen kann, habe ich mir gedacht, besorgt mir doch einfach mal ein BIOS, welches region-free ist. Wir nehmen den BIOS-Chip, der bereits im Sega CD drin ist, raus, löten dafür den hier ein und können dann hoffentlich, zumindest nach meinem Plan, endlich PAL, NTSC und japanische Spiele gleichzeitig zocken. Wir brauchen dafür heute auf jeden Fall eine Lötstation bzw. einen Lötkolben, am besten einstellbar mit der Temperatur. Die heutige Temperatur habe ich mal auf 360 eingestellt, zumindest zum Entlöten. Wenn wir nachher einfach nur wieder verlöten, können wir auch nochmal 10-20 Grad runtergehen. Machen wir einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir der Platine damit nicht schaden. Dann habe ich hier noch eine Entlötstation, das ist eigentlich nichts anderes wie eine kleine Heißluftanlage. Die läuft nachher auf 400 Grad ungefähr. Damit können wir nachher gleichmäßig die Stellen, die wir entlöten wollen, heiß machen. Das Lot wird dadurch flüssig und dadurch lässt sich das Bauteil nachher leichter entnehmen. Dann brauchen wir auf jeden Fall neue Lötze, das ist ja klar, damit wir nachher das wieder verlöten können. Lötfett sollte auf jeden Fall am Start sein. Zum Entlöten benutze ich allerdings lieber statt Lötfett Lötwasser, weil das nicht so ganz so dolle qualmt und weil das auch nicht so viel Dreck auf der Platine hinterlässt. Dann kommt noch dazu, dass wir auf jeden Fall Entlötlitze brauchen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie einfach nur hier flochtende Kupferschnur. Die halten wir ja nachher zusammen mit unserem Lötkolben an die Lötstelle ran. Und dadurch, dass das halt hier flochten ist, hat das eine Kapillarwirkung, saugt damit das weiche Lötzinn nachher dann einfach von unserer Lötstelle ab. Hier haben wir jetzt nochmal den BIOS-Chip, den brauchen wir natürlich auch. Dann brauchen wir noch einen einigermaßen robusten Kreuzschraubenzieher. Und am besten ist immer noch dieses Werkzeugset. Das habe ich euch ja schon öfter empfohlen. Damit könnt ihr ganz in Ruhe an sämtlichen Retro-Konsolen schrauben. So, damit wir das ganze Teil natürlich da entlöten können und neu löten können, bauen wir das ganze Teil erstmal auseinander. Ich würde sagen, ihr macht das im Schnelldurchlauf, denn die meisten interessiert es sowieso nicht, wie ich da mit dem Schraubenzieher rumdrehe. Und dann sehen wir uns, sobald ich die Platine freigelegt habe. So, der Deckel ist jetzt runter, jetzt müssen hier nochmal ein paar Schrauben runter, damit ich diese Abdeckung abnehmen kann und hinterher natürlich auch die Platine entfernen kann. So, dann entfernen wir jetzt hier nochmal diese beiden Schrauben, nehmen die drei Stecker hier runter und dann haben wir das Mainboard frei. So, wir haben das Mainboard jetzt also freigelegt, komplett. Und was wir jetzt wollen, ist, dass wir hier hinten diesen Chip hier auslöten. Dazu legen wir die Platine jetzt gleich auf den Tisch, drehen die um und entlöten erstmal sämtliche Kontakte hier unten. Ihr seht jetzt hier die ganzen Kontakte nochmal in der Nahaufnahme. Wie gesagt, wir müssen die obere Reihe hier komplett entlöten. Und die untere Reihe hier unten müssen wir auch entlöten. Ich habe dir ja vorhin schon mal erklärt, wir nehmen zum Entlöten nehmen wir hier diese Entlötlitze, die halt durch die Kapillarwirkung, die sie hat, das Lot nachher wunderbar aufnimmt. Was ganz wichtig ist, ihr dürftet auf jeden Fall nicht so trocken verwenden, das funktioniert nicht. Ihr müsst da irgendwie mindestens mit Lötfett oder Lötwasser arbeiten. Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, wir werden jetzt hier gleich mit Lötwasser arbeiten, werden das Lötwasser hier auf die Kontakte auftragen, werden dann den Lötkolben nehmen und zusammen mit der Entlötlitze hier komplett drüber fahren und hoffen, dass er das ganze Lot aufnimmt. Ja, macht das hier also ruhig schön nass, da passiert nichts, wir machen das nachher sowieso wieder alles sauber. Nehmt euch also jetzt euren Lötkolben und geht jetzt hier, wie ihr sagt, ungefähr 360 Grad einstellen und geht jetzt hier mit der Entlötlitze an den Kontakt direkt ran. Und ich hoffe, man kann dann erkennen, dass das Lot jetzt da an der Stelle schon so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mit allen Kontakten und dann werden wir sehen, dass wir den Chip da vernünftig rauskriegen. Wenn der immer noch ein bisschen festsitzen sollte, nutzen wir unsere Heißluftanlage, um das bisschen nochmal weich zu kriegen und dann sollte der Chip von ganz alleine rausfallen. Das ist auf jeden Fall ein großes Geduldsspiel und ihr müsst auf jeden Fall immer wieder ein bisschen Lötwasser nachgeben, weil ihr das ja immer wieder verbrennt bzw. vertrocknet mit eurem Lötkolben.
Der funktioniert jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten, sondern da braucht man wirklich mal ein bisschen Geduld. Ich kann euch hier auch noch mal ganz kurz zeigen, wie sich mit Lötfett arbeitet. Wenn wir einfach hier mit so einem Zahnstocher ein bisschen Fett runternehmen, könntet ihr mal auf diese Kontakte auftragen. Problem daran ist halt nur, dass es qualmt wie verrückt, ne? Ihr müsst auf jeden Fall irgendwie Zimmer lüften nebenbei. Wie gesagt, Lötwasser, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, allerdings bei Fett ist es halt so, dass es einfach gnadenlos verbrennt. Man kommt hier mit beiden Sachen ans Ziel, allerdings bin ich doch eher der Fan von Lötwasser. Manchmal hilft es übrigens auch einfach nur mal die Stelle neu zu verlöten, damit man dann ein bisschen mehr Lötzinn hat und dann einfach mal mit der Endlötlitze da lang geht. Hört sich zwar doof an, erstmal belöten, damit man entlöten kann, aber so funktioniert's. Wenn das Ganze jetzt nicht so klappen sollte, wie ihr euch das vorstellt, weil das wirklich, wie gesagt, ein extremes Geduldsspiel ist, man braucht dafür sehr viel Übung, damit das alles vernünftig entlötet ist, könnt ihr einfach auch hier, wenn ihr wollt, die Beinchen alle durchtrennen nacheinander und die dann nachher alle einzeln auslöten. Das ist auf jeden Fall für Einsteiger eine einfachere Sache. Ich zeige euch auf der Seite mal. So, wenn wir die jetzt alle durchgeknipst haben, brauchen wir hier quasi den Chip nur noch nach oben drücken. Dann löten jetzt erstmal die ganzen einzelnen Stifte auf der anderen Seite. Ihr müsst sie auch nicht unbedingt auslöten, das reicht, wenn ihr die einfach durchschiebt. So, wenn ihr das jetzt also habt und ihr wirklich alle Haken raus habt, beziehungsweise alle Kontakte, dann gehen wir jetzt hier überall nochmal mit unserem Entlötlitzchen rüber und dann machen wir hier überall nochmal ein bisschen schön sauber. Wie gesagt, immer schön Flussmittel benutzen, dann läuft das auch vernünftig. So, dann nehmen wir uns jetzt ein bisschen Alkohol und eine Zahnbürste und dann machen wir das Ganze noch mal ein bisschen sauber. Ja, ein bisschen Dreck wird auf jeden Fall immer übrig bleiben, das ist halt normal. Wir löten ja hier schließlich mit ziemlich großer Hitze und wie gesagt, Fett verbrennt ja auch ziemlich stark. Würde ich sagen, bis hierhin sieht das schon mal ganz gut aus. Wir können ja mal probeweise den Chip hier versuchen reinzustecken, beziehungsweise die Kontakte reinzustecken. Dann sehen wir ja, ob alle Kontakte bzw. Löcher frei sind. Jo, das sieht sehr gut aus. Heißt, wir können jetzt die andere Seite entlöten. So, und da das jetzt auf der einen Seite schon so schön geklappt hat mit dem Abknipsen, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir das jetzt hier oben machen. Wir nehmen jetzt so einfach noch diese Blende hier raus und dann haben wir da ein bisschen mehr Zugriff auf den Chip. So, da ist er. Raus ist er. Sehr gut. Bringt uns schon mal ein ganzes Stück weiter auf jeden Fall. Jetzt müssen wir das wieder genau wie auf der anderen Seite machen. Die ersten Stifte da erstmal rausziehen und die Lötstellen sauber machen. So, nachdem wir da jetzt nur alle Stifte raus haben, machen wir dann einfach so wie vorhin. Wir fetten hier die ganzen Kontakte ein. Und gehen dann überall nochmal mit der Entlötlitze drüber, damit wir hier die Löcher freikriegen. Ist jetzt hier alle noch ein bisschen warm durch die Heißluftanlage. So, meine Lieben, das Schlimmste ist jetzt geschafft. Wir haben die Löcher alle frei. Die machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal sauber, so wie wir es unten noch gemacht haben. Und dann geht's weiter.
So, wie rum setze ich den Chip jetzt ein, damit der nachher richtig rum drin ist und wir hier nicht irgendwelche Kacke bauen? Das ist bei den Chips ist es immer so, bei den Mikrochips, man hat hier vorne mal so ein kleines, ich sag mal so einen halbkreisen Ausschnitt. Und genau den hast du hier am Chip auch. Das heißt, dass die Seite auf diese Seite gehört. So, wenn ihr den jetzt da richtig gebogen habt, wenn ihr dann anfangen, den hier hinten schon mal einzusetzen, kann jetzt wieder ein bisschen fummelig werden. Ich nehme noch ganz gerne mal eine Pinzette zur Hilfe. Ich würde an eurer Stelle hinten anfangen, den einzusetzen, denn vorne haben wir jetzt hier das wieder, ihr seht, ein bisschen Spiel. Und da das hier vorne noch nicht so richtig passt, wie soll, muss man hier noch ein bisschen Kleinigkeit biegen. Geht hier mit dem Finger leicht runter. So, der neue Chip sitzt, drückt den auf jeden Fall noch mal ein bisschen an, damit er da nicht gleich wieder rausfällt, denn wir müssen jetzt ja gleich kopfüber weiterarbeiten. Wie gesagt, das Schlimmste ist jetzt auf jeden Fall geschafft, das Einlöten ist jetzt eigentlich nur noch ein Kinderspiel. Ich würde sagen, wir drehen das Ding jetzt um und werden hier langsam mal fertig. Nimm dir jetzt einfach der Lötzinn und haltet hier oben einfach mal kurz an den Kontakt dran. Dadurch, dass das Lötzinn halt schon mit Flussmittel gefüllt ist, läuft das hier ganz automatisch dahin, wo es hin soll. Nehmt bitte erstmal nicht zu viel und guckt erstmal, dass es überhaupt Halt hat. Lötkolben zwischendurch bitte immer schön sauber machen. So, wenn ihr das jetzt habt, dann prüft ihr erstmal überall, ob die Kontakte alle in Ordnung sind. Nehmt euch dann meinetwegen eine Lupe zur Hilfe. Wenn ihr das gemacht habt und die Kontakte alle in Ordnung sind, dann müssen wir das hier wieder sauber machen. Ganz wichtig ist übrigens auch, dass ihr mal guckt, dass ihr zwischen den einzelnen Lötkontakten nicht irgendwie aus Versehen eine Brücke gebaut habt. Weil wenn hier irgendwie zwei Kontakte überbrückt sind oder so, kann dann natürlich sein, dass hier nachher ja nicht mehr funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, sind wir mit den Lötarbeiten erstmal durch soweit. Wir haben jetzt alles sauber gemacht, haben den neuen Chip eingelötet. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen und gucken, ob das wirklich funktioniert. Also Leute, mega geil, das hat also jetzt geklappt, was ich hier vorhatte. Wir drehen mal die Kamera, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ihr seht ja, ich habe das jetzt hier alt wieder angeklemmt. Der Schalter hinten steht auf 50 Hertz, ganz normal. Spiel ist auch da drin. Da würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Achso, ja, das ist noch ein Button mir aufgefallen, dass das jetzt hier irgendwie auf Japanisch ist. Warum auch immer, ich denke mal, wahrscheinlich würde das an dem BIOS liegen. Hat der jetzt auch nicht weiter Schlimmes. Auf jeden Fall spielt er jetzt wenigstens endlich mal dieses Spiel ab. Also hier, absolut geil, funktioniert. Ihr hört es auch an der Musik, das ist jetzt bei einer Sonic CD ganz anders. Also die Musik ist viel hochwertiger als bei so einem Modul. Ja, also mit einer Hand lässt sich das jetzt ein bisschen doof spielen. Ich hoffe aber, ihr seht, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine. Das Spiel läuft jetzt hier. Das hat also einwandfrei geklappt mit unserem Chip-Umbau. Ey, mein Tisch sieht jetzt vielleicht aus. Hammermäßig. Habe ich auf jeden Fall gleich wieder ein bisschen was zu tun. Übrigens ist heute Sonntag. Jetzt läuft übrigens gleich Videopremiere hier. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Für euch ist heute eher Dienstag oder Mittwoch. Wie gesagt, das hat auf jeden Fall super geklappt mit dem Auslöten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr die auf jeden Fall in der Kommentare stellen. Die ganzen Werkzeuge, die ich alle benutzt habe, packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann hoffe ich, dass euch das wieder mal gefallen hat. Wenn ihr ebenfalls so auf Retro steht wie ich, drückt auf jeden Fall mal hier auf den Abo-Button. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.